Sideburns, Brewery, Bestechungspilz, Dillix, Kick-Ass, Rock'n'Roll, wartet darauf, deine Bühne einzunehmen. Gebraucht nach dem Sideburns Rockheitsgebot. Bist du ein bisschen übermotiviert gerade? Prost! Vielen Dank an die netten Peoples von den Sideburns. Ist mir eine regionale Geschichte, aber die haben mal auf dem Partisan gespielt. Das stimmt. Es ist ein paar Jährchen her. Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jährchen, weil das alles ein bisschen verschwimmt. Ich glaube 3 vielleicht oder 4. Corona ist nicht mitgerechnet, eher so 5, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie gespielt und die sind ja nun hier verortet in Weimar. Und haben, ich war gar nicht dabei, du auch nicht, haben die vorbeigebracht und haben gesagt, das müsst ihr trinken. Ja, machen wir. Jetzt siehst du, jetzt habe ich... Malzig. Malzig. Mm. Ist es das oder so? Ja, das ist malzig, das ist in der Tat ganz gut. Aber das stand im Gegensatz zu dem anderen Kreml, der immer hier nur finde es gut. Eine halbe Stunde vor Video in den Kühlschrank gewandert, stand das hier schon ein paar Tage drin. Da macht das einen ganz angenehmen Trinkgenuss. Vielleicht sollten wir das als generelle Grundformel für... Du kannst ja nichts für längere Tage in dieser Kühleinheit stehen lassen, ohne dass Christian Orris dann drüber herfällt. Das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Partisan Bandvorstellungsrunde Nummer 4? It is. Könnt ihr ja nachgucken. Ja. Schreibt in die Kommentare, ich glaube 4. Von Kavi Konvent bis Envy Negrot sind wir da, um eure Miene zu erhellen. Klingt ziemlich mittig. Ist so es. Vom Alphabet. Ist es. Es ist so relativ gut durchmischt. Ich habe mir das ja mal angeguckt. So, da haben wir was, das hat man hier noch gar nicht. Hier haben wir was, das hat man so noch überhaupt nicht auf dem Festival. Hier haben wir ein paar alte Bekannte. Hier haben wir was Neues. 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 Auch dieses Jahr wieder fällt mir das direkt auf. Ich habe es ja nicht als Kommentar bei TV Jungs Musik hinterlassen, als uns hier vorgeworfen wurde, das Line-Up wiederholt sich zu oft, dass es das ja wirklich dieses Jahr zu 70%, glaube ich, gar nicht macht. Ich glaube, ich habe es nur prozentual dann ausgerechnet, weil es ja wieder an meiner Booking-Ära geknabbert hat. Es sind wieder viele Bands dabei heute in der heutigen Vorstellung, die wir so noch nie auf diesem Festival hatten. Und es sind auch viele dabei, die haben wir so auch noch nie besprochen auf diesem Kanal. Ist das nicht was? Ja. Hast du mich jetzt ein bisschen kalt erwischt? Apropos kalt, ich komme ja direkt aus meinem Urlaub wieder, aus dem traumhaften Marilyst, Dänemarks schönsten Sandstrand. Da habe ich sie nicht getroffen, aber wäre ich noch eine Woche länger dort geblieben, wären die Chancen natürlich hoch gewesen, da ich 50% der dänischen Bevölkerung dort abgegrüßt habe, im Hundenetto und im Rewe. Du sitzt doch bestimmt schon seit 3 Stunden unten am Platz, weil du dir diese Einleitung, diese zwei quasi Brücke gebaut hast. Klingt logisch, ist aber nicht so. Die kam ja gerade einfach spontan. Ist das nicht was? Hast du mich jetzt ein bisschen kalt erwischt? Ja. Ja. Konvent aus Danskemark. Dort liegt auch Kopenhagen und da kommen sie teilweise auch her oder aus dem ganzen Umfeld, was weiß ich. Ist mal eine Neuerung auf dem Festival. Ist mal was anderes. Uns wurde ja auch in gar nicht allzu lang zurückliegender Vergangenheit vorgeworfen, dass wir dem weiblichen Geschlecht im Line-Up unaufgeschlossen wären. Habe ich gehört. Auch da habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, was da bei euch baumelt oder flattert im Wind, ist mir bums, welche Farbe ihr habt, als was ihr euch identifiziert und wen oder was ihr gegessen habt, ist mir auch scheißegal, solange die Mucke stimmt. Konvent ist die erste All-Female-Band, die wir auf dem Partisan haben werden. Überhaupt. Überhaupt, ja. Überhaupt. Ja. Und wem das nicht scheißegal sein sollte, dem sei das hier in Erinnerung gerufen, meinte der Herr Giersberg damit. Genau, Ist ja ein Ding, gell? Da guckst du erst mal genauer drauf. Sind vielleicht auch
deswegen, das ist dann jetzt so Vermutung, relativ schnell auf bei den Branchenriesen von Napalm Records auf dem Radar gekommen. Natürlich. Was sag ich mal, dem, ich will jetzt nicht sagen konventionellen, aber zumindest nicht unbedingt super schönen und kommerziell ausgerichteten Death Doom der fünf Mädels mittlerweile quasi entspricht. Und es ist für Napalm Records Verhältnisse eine sehr, sehr musikalisch rabiate Band, die eigentlich nur dieses Gimmick, dass es halt Frauen sind. Ansonsten ist das eine richtig, richtig knarzige Oldschool Doom Death Band mit, ach ja, es ist roh und ganz schön hart. Also kein Anflug von weiblicher Charme, nee, in diesem Death-Doom-Gemisch, bei dem man sagen müsste, da wird Doom groß geschrieben, also mit Tempo ist Abtempo, was Convent angeht. Das walzt sich wirklich, ja, durch die Untiefen der langsameren Musiklandschaft und ist absolut unbarmherzig und cool. Und ich denke auch nicht, dass die bei Napalm gelandet wären, wenn es nicht so eine All-Female-Geschichte da irgendwo ist wäre. Ist so, gell? So, das verhilft dir natürlich, muss man ja auch ganz klar sagen, da irgendwo zu einem leichten Glanzlicht oder zu einer Treppenstufe im Sumpf, sagen wir es mal so, ne? wo andere musikalisch auch punkten können, aber mit Penen behaftet durchs Leben schreiten, stichst du hier halt aus der Nudelsuppe hervor. Ja, oh. Was man auch mal sagen muss, und das ist, ich schaue da ja immer ein bisschen so kritisch drauf, weil gerade vermehrt in den letzten Jahren gibt ja noch einige Frauen-Extrem-Metal-Bands. Und wie das halt immer so ist, hast du bei vielen dieser Bands häufig Line-Up-Wechsel, eine große Fluktuation der Members, und dann wird immer verzweifelt aus aller Herren Länder eine neue Frau ins Line-Up hineingepresst, sodass viele dieser Bands eigentlich für mich ein sehr unstetes Line-Up haben und mir so immer ein bisschen den Spaß an diesen ganzen Nervosas, Kryptas und auch Asakraum Raum, wo ich sage, ja, das ist doch aber alles nur noch aus dem Zweck heraus, eine Frauenband zu sein, irgendwie durchgedrückt und ist irgendwie nicht mehr natürlich gewachsen. Das ist bei Convent komplett anders. Und das finde ich so diesen riesen, riesen Bonus, den diese Band bei mir hat, zu wissen, dass es, die haben sich 2015 gegründet und haben eigentlich nur einen regulären Bandmember ausgetauscht und halt vor ein paar Jahren sich noch eine zweite Gitarristin, eine Lead-Gitarristin quasi dazugeholt. Ansonsten ist das eine absolut homogene Truppe. Mhm. Stetig. Das ist geil. Das finde ich richtig gut. Das finde ich, dass sehr angenehm, das Schiff da am Schaukeln zu halten. Nicht ob der Farbe, mit der das Schiff deswegen gestrichen ist, sondern weil es halt augenscheinlich nicht gut segeln kann, um hier in nautischen Fachkreisen zu bleiben. Machst du jetzt bestimmt viel, so nah wie du noch dran bist, innerlich an der Küste. Genau. Ja. Viel hoch und runter gesegelt dort. dort auch fast eine seltsame Nummer, von daher, dass die Qualität, mit der die Mucke da vorgetragen wird, und auch das Organ der Sängerin, was da ja dranhängt, was für einen Kerl schon beeindruckend wäre, für eine Frau aber eigentlich nochmal eine ganz schöne Stufe drauflegt, dass die vorher nicht großartig musikalisch in Erscheinung getreten sind, durch die Bank weg. Das ist, als ob die alle, ich meine, sie sind halt auch alle gerne 18, ne? Also ich meine, da sind zwei, drei Jungsche sind dabei, aber da sind ein paar dabei, die haben wahrscheinlich auch schon ihre Mitte, Ende 30er irgendwo erreicht. Das fand ich fast seltsam, muss ich sagen, als ich angefangen habe, mich mit der Band ein bisschen zu befassen, weil die ja doch irgendwo meistens so deine Baby-Steps da irgendwas, dann hattest du dann mal mit deinen Garagenfreunden da irgendwo eine Kombo, wo du dich so ein bisschen auf eine Richtung eingeschossen hast, und dann verläuft sich das halt entweder im Sande oder das wird dann halt irgendwann zu einer coolen Nummer. Dass die mehr oder minder, bevor sie dieses Puritan Messochism rausgebracht haben, das war das Debütalbum, da hatten sie, glaube ich, eine EP und that's it. Und das war so an musikalischen Gehversuchen. Und auch diese Gehversuche waren ja schon
Sprünge, kannst du eigentlich sagen. Sehr guten Startlevel, ja. Call Down the Sun hieß dann das zweite Album. Das war experimentell, könnte man jetzt nicht unbedingt sagen. Es war mehr oder minder die logische Fortsetzung vom Erstling. Also, da haben sie auch ihren Schuh gefunden. Was auch wieder krass ist, dass du dann halt nicht sagst, okay, krass, die Welt strömt auf uns herein. Und das war ja bei denen von Anfang an so, dass die ja ziemlich schnell dann international gebucht wurden und auf Festivals gespielt haben und unterwegs waren. Dass du dann halt nicht auch noch mit so einem kommerziellen Label im Nacken wie Napalm Records dann da irgendwie sagst, okay, jetzt versuchen wir mal hier irgendwo noch von allem das Beste abzugreifen, wir machen irgendeine experimentelle Scheiße, sondern dass die einfach so knallhart bei dem geblieben sind, was sie halt augenscheinlich gut können, wirklich gut. Ja, muss man sagen. Aber heute soll es ja nicht nur im Konvent gehen, wir widmen uns einem anderen Thema, wo Frauen eine etwas andere Rolle spielen im Bild des nach außen Tretens, wenn es um Kranium geht mit 12a. Ursprünglich Norweger, inzwischen ist da wirklich nur noch der harte Kern, und zwar bestehend aus einer Person aus Norwegen. Ich weiß gerade nicht, welcher Funderud ist das, der Mats. Mats Funderud. Funderud? Weiß ich nicht, ja, ich glaube. Na so ein Mats halt. Der hatte es ja mehr oder minder mit seinem Bruder damals ins Leben gerufen, der vor ein paar Jahren, das ging ja so ein bisschen durch die Szene, dann Zwillingsbruder sogar, ne? Die sind Zwillingsbrüder gewesen. Genau, der hat Selbstmord begangen, da lag die Band dann ein bisschen auf Eis. Die gibt es grundsätzlich seit 2001. Und hat das dann aber wieder reanimiert, und das ist inzwischen, kann man wahrscheinlich sagen, ja, eine ziemlich internationale Nummer. So, also der eine Klampfer kommt aus England, das weiß ich. Sängersmäßig bedienen sie sich ja, die haben ja keinen festen Sänger, bedienen sich mehr oder minder immer dem, der gerade Zeit und Bock hat. Also das wird in unserem Fall höchstwahrscheinlich unser alter Bekannter von Pickhead damals noch sein, der Phil Pick Grinder Heckel, der da das Mikro übernehmen wird. Ansonsten haben sie, glaube ich, noch einen Portugiesen und ich weiß gar nicht, woher der Dritte kommt. Mit dem sie das da abdeckeln. Ansonsten Klampfer aus UK. Der Trommler ist, glaube ich, aus der Schweiz. Und jetzt hilf mir, wo kommt der Basser her? Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht? Ich glaube, das ist sogar der Brasilianer oder irgendwie sowas. Also, ist komplett wild, das Line-Up, ja. Hast du ja mittlerweile gerade auch in der Szene relativ häufig, also in der Brutal-Dev oder in der technischen Brutal-Dev-orientierten und auch in der Slam-Dev-Szene hast du viele, viele Bands, die quasi auch nur für Touren und so wirklich zusammenfinden, wo du halt wirklich international, du brauchst halt fitte Musiker. Ist nicht so, dass es die in Norwegen nicht gibt, aber ich glaube, die sind meistens einfach auch nicht interessiert an Kranium. Mit ihrer musikalischen Ausrichtung sind sie ja schon eher. Es stimmt jetzt nicht, wenn man sagt, dass es sowas nicht gibt in Norwegen. In Norwegen gibt es viel brutalen Death Metal und teilweise auch sehr technisch orientiert. Aber trotz allem ist es wahrscheinlich leichter mittlerweile, gerade auch aufgrund dieser ganzen Vernetzung, die man heutzutage hat, da fähige Musiker überall zu treffen. Und naja, klassische Proberaumgeschichten sind das eh nicht mehr im klassischen Sinne. Kranium, ja, sind wieder wesentlich aktiver. Es war, wie du zu Recht gesagt hast, eine Weile lang sehr ruhig, bis man wusste gar nicht so genau, ob es und wie es weitergeht. Aber haben jetzt wieder viel gespielt und haben letztes Jahr ein Album rausgebracht. Das habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil ich es mir nicht merken konnte. Scriptures of Essential Fireman. Na klar, du weißt das wieder. Ja, klar. Ich weiß, dass es bei Unique Lieber rausgekommen ist. Gestern Abend aus dem Kinderzimmer. Ja. Und es ist ein cooles Album, wie nicht anders zu erwarten war. Der musikalische Klasse steckt da dahinter. Wird live sind für ihre Verhältnisse ja fast technisch geworden, könnte man sagen. Ja. Also wenn man das mit den Anfangsverhältnissen vergleicht, wo da wirklich der Schlamm aus dem Slam getrieft ist. Slam ist auch so eine Musikrichtung, die vergibt halt aber auch keine Entwicklung. Gell?
Da ist die diehard Übersuppe innen drin, die kann, das muss, da muss stumpf auf stumpfer und noch downbeatiger werden, ansonsten da sind schon die großen Helden, sind da schon alle gefallen. Die sind alle unter den False Slam Hammer gekommen. Ach, der False Slam Hammer, den gibt es auch nicht, dieses RTL leider der Wahrheit, ja. Und ja, auch Kranium sind möglicherweise dem Ultrapuristen im Slam-Bereich ein Stückchen zu breit aufgestellt. Aber es ist halt so, gell? Das bleibt doch nicht aus. Das muss ja, natürlich. Aber muss halt bei der Band, muss ich ja dazu sagen, das ist ja mehr oder minder so über die Jahre. Und Jahre sind es ja nun schon über, naja, sagen wir mal 20, wenn man die Notpause da jetzt mal mit einrechnet, ja. Die Findungsphase. So mehr oder minder die konstanten All-Time-Favorites dieser krassen Szenereiterei, was das da halt angeht. Ne? Wo alle mehr oder minder von der Klamottage halt eher so aussehen, als ob sie aus einem Jack the Ripper-Film, wo nur Hip-Hop gespielt wird, irgendwie kommen Cappy nach oben und alles liebsten irgendwie pink und grell und noch krasser und wo Brutal Death halt einfach nicht mehr brutal genug ist. So. Und hier wird noch irgendwas defiled und da festert noch und keine Ahnung. So, das. Aber da sind sie halt so eine Konstante, weil auch das Genre, musst du halt sagen, ist natürlich anlockend für kurzlebige Geschichten, wo du halt, ich sag jetzt mal, schnell fancy zu ein bisschen Ruhm kommen kannst und bist halt der heiße Scheiß und da war es halt doch nur ein Strohfeuer und dann bist du wieder verpufft, sind die halt am Start und haben sich da einfach zu so einem dicken Baustein in diesen ganzen Puzzle da zusammengemustert, der da inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Und auch die sind das allererste Mal in ihrer Bandgeschichte beim PSOA, meine lieben Freunde. Ja, wird heute häufiger passieren in der Sendung. Auf jeden Fall wird das häufiger passieren. Yes. So, kommen wir mal zu einem Booking vom Herrn Brauns, Left to Die. Da kannst du jetzt ein bisschen was erzählen. Oh, endlich mal. Ach, das ist schön. Schön. Ich gehöre dann auch zu diesen viel zu jungen Menschen, die sich nicht in irgendwelchen bierschwangeren und Konzertanekdoten, Gespräche mit irgendwelchen Leuten hinstellen können. Das war, damals als Chuck 93, da fuck you all. Ich habe Death nie live gesehen. Und ich war ein glücklicher Mensch, als damals dieses Death-to-All-Projekt aus der Taufe gehoben hat. Ich war auch ein bisschen kritisch, ich war auch ein bisschen ängstlich, aber die haben in Jena am F-Haus gespielt. Und das war, glaube ich, die erste Tour mit Obscura. Korrekt. Und da waren da noch mit dabei, es waren Dreier. Das kommt einem so vor, gell? Da war noch was davor. Ich recherchiere das, sprich ja. Weiter, das interessiert mich. Obscura waren da auf jeden Fall dabei und ansonsten war es dieses Death-to-All-Lineup mit beiden damaligen Cynic-Leuten und Steve DiGiorgio am Bass. Und dazu diesen Sänger, der wahrscheinlich sogar noch auf einem Chuck Schuldiner Lookalike-Contest gewonnen hätte, der sah wirklich schrecklich aus, so wie ich mir Chuck auf der Bühne vorgestellt habe. Dark Rise. Schweizer, glaube ich. Ah, Mist. Das war sehr cool. Die haben zwischenzeitlich halt auch, die haben so ein längeres Set gemacht und in der Mitte haben sie irgendwie so 10 Minuten Pause gemacht, wo sie ein paar alte Familienfotos gebracht hatten aus der Vergangenheit von Chuck und es wirkte eigentlich alles so sehr cool und es gab auch Leute, die nur Leute im Publikum und die einfach fast Tränen des Glückes sind. Das hattest du halt 20 Jahre nicht oder in meinem Fall und im vielerlei Fall hattest du das noch nie und das hat mir auch so ganz schlimm gezeigt, wie sehr die Mucke live auf der Bühne fehlt von Death. Das ist ja nun mal so. Demzufolge stehe ich diesem Death-to-All-Projekt absolut unkritisch gegenüber. Ist natürlich aber, weil da halt relativ fitte Musiker dabei sind,
meistens so ausgelegt, dass die letzteren Alben oder die Mittelphase, da wo Def schon so diesen technischen Stempel draufgedrückt bekommen hat und diesen progressiv Entwicklungen, da ist es schon so, dass da gerade Songs aus der Frühphase von der Scream Bloody Gore und Leprosy war auch schon immer hin und wieder dabei. Klar, Pull the Plug haben sie schon gespielt, aber das ist alles ein bisschen kleiner oder ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und Left to Die, lange Rede, kurzer Sinn, ist Death, die ersten zwei Alben. Leprosy spielen sie meines Erachtens nach sogar am Stück. Der Songtitel Left to Die ist ja vom Leprosy-Album und die Band hat auf das fokussiert. Spielen allerdings auch Material von der Scream Bloody Gore, auf jeden Fall nicht später, was sehr, sehr cool ist. Und im Line-Up dieser Band befindet sich der damalige Klampfer Rick Ross, der eigentlich auch immer ein bisschen zu sehr unter dem Scheffel steht, weil der ist eigentlich wirklich eine Living Legend. Der hat nicht nur frühe Death-Klampfe gespielt, sondern halt eben auch ist er der legendäre Klampfer von Massacres from Beyond. Und das muss man auch in allerhöchsten Tönen loben. Dazu Terry Butler am Bass, der auch bei Def gespielt hat. Ich bin mir gar nicht so sicher, wann in welcher Phase. Auch relativ früh. Der hat ja auch bei Six Feet Under, Obituary, im Prinzip alles. Der war überall dabei gewesen, was Oldschool Death Metal legendär weit vorne hat. Und die zwei unbekannteren Musiker dahinter sind niemals geringeres als Matt Harvey und Gus Rios. Matt Harvey, Exhumed, ist wahrscheinlich sein Hauptzugpferd über all die Jahre. Die Band gibt es allein schon 30 Jahre. Aber eben auch Gruesome. Und bei Gruesome ist ja technisch gesehen schon eine Death-Worship-Band. Und noch etliche tausende andere Bands hat er Matt Harvey am Laufen gehabt. Und Gus Rios, tja, als Drummer habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen bei Malevolent Creation, ist aber auch Gruesome Drummer und ja, macht auch noch so einiges anderes mehr. Und die haben sich auch irgendwie im Zuge, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es war auch irgend so ein Tribute-Konzert, wo Death to All und Left to Die irgendwie in den USA zusammengespielt haben, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und über die Geschichte ist dieses Projekt quasi entstanden. Also da hat man das irgendwie mal gemacht für ein paar Songs und hat dann gemerkt, dass Matt Harvey und Gus Rios viel zu viel Zeit haben, offensichtlich. Und dann machen wir das jetzt richtig mit Left to Die. Hm. Ja, und also im Fall von Matt Harvey hat der ja auch mal bei Death to All zumindest live ausgeholfen. Weiß ich nicht. Ja, kann sein. So wird es zumindest im Internet geführt, nicht, dass auch schon einer von uns dabei gewesen wäre. Fit genug wären sie mit Sicherheit alle dafür. Und es sind ja nun absolute Freaks. Das finde ich ja so geil an diesem ganzen Clan an Musikern, dass das alles totale Fans sind die Bands, die machen permanent, auch wenn sie eigentlich von nichts Zeit haben, die irgendwelche Coverbands. Der Gus Rios hat jetzt Musiker zusammengesucht für eine Slayer-Coverband, weil er Bock drauf hat. Ich sage, okay, muss ja. Finde ich super. Und Left to Die wird knallen wie Sau. Geht aber gar nicht anders bei den Songs, die haben und das Ganze. Das ist fantastische Musiker. Selbst Rick Ross sieht noch richtig gut aus auf der Bühne, auch wenn er vielleicht jetzt kein Bewegungsmonster mehr ist. Aber Gott, der will eine hyperaktive Band auf der Bühne bei Death Songs. Das wäre ich auch irgendwie albern. So. Wenn wir Hyperaktivität wollen, dann gehen wir doch lieber in die Niederlande, Tobias, oder? Oh, da habe ich den jetzt hier So. Eigentlich hätten sie ja schon die 3 vorne dran stehen. Ja. Wenn sie mal okkult geblieben wären. Ich stelle allerdings die These in den Raum, wären sie bei Okkult geblieben. Dann wäre es nicht mehr geworden, das stimmt schon. Das ist schon gestorben damals. Die haben sich damals wirklich einen Gefallen getan als Band, indem sie mehr oder minder eigentlich nichts verändert haben, bis auf ihren Bandname. Ja, ein bisschen was am Line-Up haben sie ja, damals schon. Ja, natürlich, aber ich sage jetzt mal, musikalisch ist da jetzt nicht so viel passiert beim Break. Nee.
Ich kann jetzt nicht für die Endjahre von Occult sprechen. Wir sprechen übrigens über Legion of the Damned. Des geneigten NL Death Thrashers Vorzeigeband wahrscheinlich, denn in dem Bereich wird es wahrscheinlich nicht mehr viel bekannter, was aktuell spielende Kapellen angeht. Ich kann nicht für die Endjahre von Occult sprechen, weil ich davon keinen Dunst habe, aber woher kam diese Release-Wut, die am Anfang hatten? So, also von Malevolent Rapture bis, ich weiß gar nicht, wie das vierte Album dann hieß, das zweite war Sons of the Jackal. Ja. Sind 2 Jahre vergangen, in denen die 4 Alben rausgeballert haben. Danach ist es ja ein bisschen seichter geworden in einen humaneren Zyklus, aber das war am Anfang ja. Und da sind sie noch viel getourt bei. Ja, außerdem. Ein bisschen relativieren kann ich es schon, weil das eins der 4 ersten Alben im Endeffekt ein Okkult-Album ist, was sie wieder veröffentlicht haben, und Legion of the Damned. Von daher ist Feel the Blade und Feel the Blade, schön, dass man mit dem kleinen Jungen mit der Badewanne da, ja. Und Cult of the Dead, die im gleichen Jahr veröffentlicht wurden, ist nur Cult of the Dead ein neues Album gewesen. Mhm. Aber trotzdem waren die extrem veröffentlichungsfreudig. Ich weiß es auch nicht. Die Band hatte ja auch die ersten Jahre keinerlei Line-Up Probleme großartig. Mhm. Also das stimmt auch nicht so ganz. Weil die den Basser ausgewechselt hatten 2006. Und da ist dann der Max eingestiegen, der damals noch bei Relapse gearbeitet hat. Jetzt kriege ich das nicht. Ja, auf jeden Fall hat er bei Relapse gearbeitet, und der Basser. Und die waren damals ekelhaft. Ich schieb's für mich auf den Klampfer damals, diesen Richard Ebisch, der dann zwar irgendwann ausgestiegen ist und eigentlich auch nicht mehr so richtig viel danach auf der Reihe bekommen hat, aber dieses Riffing, Legion of the Damned war ja irgendwie so eine Band, wo ich nie das Gefühl hatte, da fehlt eine Klampe live. Du hast das ja häufig so in diesem Death Thrash im Wahnsinn, dass du das Ganze, die Riffs auf zwei Gitarren brauchst, wo du halt eine Lead-Gitarre hast, und oder eine Solo-Gitarre und halt eine Riff-Gitarre. Ja, Legion of the Damned wirkten für mich immer so, also das ist Songs, die wirklich perfekt auf eine Klampe geschrieben wurden. Und das war halt wirklich knochentrocken. Und die Band hat damals ganz schön eingeschlagen mit dem Debüt. Mag ein bisschen Glück dabei sein, da war auch eine Menge Marketing dabei. Massacre und halt auch deren Bandmanager hat damals wirklich Gas gegeben für diese Band. Und und dann haben sie das geritten, das Pferd, so lange das ging, gell? Ja. Die ersten Jahre, und haben da alles rausgeholt, was rauszuholen war. Das ist dann auch alles ein bisschen entspannter geworden. Die sind mittlerweile seit letztem Jahr bei Album Nummer 8, was aber trotzdem auch schon eine durchaus beeindruckende Zahl ist. Sie touren auch nicht mehr ganz so viel wie damals, was sie gemacht haben. Deswegen ist es ja auch, sag ich mal, ich finde es gar nicht so unwichtig. Dadurch bleibt die Band auch ein Stück weit relevant. Und ich freue mich wieder auf einen Legion of the Damned Auftritt dieses Jahr. Live hat das ja immer reingekesselt. Und natürlich gilt in dem Fall als Band irgendwo die Balance zu finden zwischen, ich bin in aller Munde und es reißt halt nicht ab, und Scheiße, ich bin in aller Munde und die Leute sind halt der Nummer überdrüssig, weil die halt gefühlt an jeder Steckdose spielen, bei jedem Festival. Diese machen One-Off-Shows, bla bla bla. Also vor allem als europäische Band in dem Kontext in Europa ist das natürlich nochmal was anderes als Überseeband. Dementsprechend war es am Anfang schon fast so, dass man sagen könnte, vom Gefühl her, uiuiui, die überspielen sich hier ein bisschen, und glücklicherweise haben sie die Wogen ja ein bisschen geglättet. Ich meine, ansonsten hätten sie jetzt wahrscheinlich um die 30 Alben draußen und würden bei jeder Hochzeit spielen. Aber ja, es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber sie konnten halt im Groben ihre Position in den Line-Ups dieser Welt
halt so mehr oder minder halten. Ja. Da war jetzt kein krasser Werteverfall dabei oder irgendwas, wo du sagst, die Leute haben davon so hart hier einen Hals voll, dass die jetzt die Treppe wieder runterwandern und die müssen sich hier für 300 Euro in den Kasten Dinger hier irgendwie anbieten. Naja, gut. Wir kommen, war das? Doch, es war heute tatsächlich, es war die einzige sich wiederholende Band des Festivals. Ab jetzt gibt es wieder nur den neuen heißen Scheiß, den ihr in Schlotheim noch nie so auf dem Acker hattet. Und da gehen wir gleich mal zu der Band, deren Name zumindest für dieses Jahr, nee. Es wird eine neue Flagge geben. Fuck, ey. Es wird eine neue Flagge geben, das stimmt. Ja. Das hatten wir noch nicht. Wir hatten noch nie Gäste aus Argentinien. Und Los Males del Mundo. Sind ein Projekt, inzwischen sind sie ja kein Projekt mehr, inzwischen sind sie ja eine wirkliche Band, die zu 50% aus Argentinien besteht und zu 50%, naja, nicht ganz gut, zu 40% aus Argentinien besteht und zu 60% aus räudigen Deutschen, von denen wiederum zwei Drittel von der Weg einer Freiheit kommen. Von den 60% zwei Drittel. Ja, na klar, zwei Drittel von den 60%. Also vom Gesamtanteil wiederum 40%. Prozentrechnung können wir hier. Ja. Also von den drei Leuten sind zwei der Weg einer Freiheit zuzuordnen. Und zwar Kollege Schuler am Schlagzeug und Nikita Kamprad, der ansonsten bei der Weg einer Freiheit Klampfe und Gesang bedient. Und die letzten 20% der Band sind dein Freund, wie heißt er, Stefan? Dietz. Der ansonsten auch dieses Jahr mit Horesk und Heretoire seine Runden bei uns drehen wird. Und Schamasch auch noch? Ja, soweit ich weiß. Eieiei, der arme Kerl. Ja, keine Ruhe wird er haben, ey. Das hast du natürlich ganz clever eingeregt. Nur Wasser für dich und Trockenbrot, mein Freund, damit du richtig leidest. Ja, seit 2016 am Start. Und eigentlich als Projekt so ins Leben gerufen, hat sich das relativ schnell als Band rauskristallisiert. Und ich könnte jetzt nicht irgendwie über meine große Expertise des argentinischen Black Metals philosophieren. Ich weiß nicht, wie es in deinem Dunstkreis, Wissenskosmos da so steht. Ich habe mich, weil ich bis zum Zeitpunkt, wo wir dieses Booking veröffentlicht haben, den Namen noch nicht mal gehört hatte, musste ich natürlich gucken, gell? Ja. Los Males del Mundo ist deutsch übersetzt die Übel dieser Welt. Siehst du, wieder was gelernt. Sind mittlerweile bei Northern Silence beheimatet. Und das Debütalbum hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es ist 21 veröffentlicht worden. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass Argentinien einen klassischen, speziellen Black Metal Sound hätte. Aber es klingt nicht argentinisch. Es klingt überhaupt nicht argentinisch. Die Band klingt eigentlich sehr, sehr passend in diesen atmosphärisch motivierten, düsteren Black Metal dieser Zeit. Da ist auch standesgemäß produziert worden. Das hat ja auch der Herr Kamprad übernommen. Und demzufolge reden wir hier von einem wahnsinnig gut klingenden Produkt auch. Ja, man hört nicht zwingend raus, dass das Argentinier sind. Also keine Folklore oder irgendwas, nein. Das will ich ja gerade zum Ausdruck bringen. Überhaupt da unten rammelt keiner irgendwie mit einem Poncho rum oder was da ansonsten gerade modisch getragen wird, sondern es geht halt eigentlich, siedelt sich irgendwo zwischen Polen und Norwegen in der musikalischen Schule halt an. Es ist atmosphärisch, es ist ziemlich rasend und kalt. Ja. Es ist melodisch, ohne übertrieben melodisch zu sein, aber halt jetzt nicht unbedingt erste, zweite Welle, sondern schon irgendwo ein modernes Soundgewand. Und ich glaube zumindest, dass also es ist eine coole Verschmelzung auf personeller Ebene, sagen wir es mal so, zwischen halt auf der einen Seite diesen erfahrenen deutschen Bühnenraubein, so, die ja nun wirklich auch schon viel und alles gespielt haben. Und ich glaube, die beiden Kollegen, oder zumindest das, was ich im Netz von denen mitkriege,
die da von Südamerika hier rüber schwappen, das sind schon ziemliche Freaks. Da herrscht halt noch so ein bisschen dieses, naja, im Endeffekt wie die Geschichten, die du irgendwie erzählt bekommst, wenn dir irgendeine Kapelle aus dem Death- oder Black-Metal-Bereich sagt, sie waren mal auf Tour in kleineren Clubs in Südamerika, wie das da halt so abgeht. Ne? Also da ist schon noch Dunst statt Übersättigung auf dem Kessel. Na, das ist doch alles, das ist doch perfekt für eine gute, wirklich schweißtreibende Live-Show dieser noch, ne, doch recht jungen Band. Ja, wir haben auch schon einiges gespielt, ne? Das ist es auch nicht. Na gut. Wir bleiben dem Genre treu, wechseln aber das Land. Wir gehen in die Schweiz. Ist das die einzige Schweizer Band, die wir dieses Jahr haben? Ich glaube, das ist die einzige Schweizer Band, die wir dieses Jahr haben. Malfas. Deren Logo mich über die Jahre immer wieder malträtiert hat und ich habe es aber wie immer nicht so richtig übers Herz gebracht. Du weißt, ich tue mich schwer mit Neuerungen. Warte, ich muss mal ganz kurz hier dran gehen. Pepe, ich rufe dich in einer Stunde ungefähr zurück. Wir nehmen gerade ein Video auf. Alles klar, ciao. Das war doch mein zielführendes Telefonat, oder? Pepe. Na, Pepe Wittstock, die alte Frau. Da guckt das ja auch immer, da freut er sich, wenn er jetzt hier eine namentliche Erwähnung hatte. Pippa, okay, alles klar. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, da reinzuhören. Das ist tatsächlich erst dadurch entstanden, dass ich dann anfing, einen persönlichen Kontakt zu dem, ich nenne es jetzt mal Mastermind hinter der ganzen Nummer zu haben, Joshu Käser, der ansonsten ja noch in einer Million anderen Bands, in allen gefühlt, irgendwie rumdümpelt. Nicht nur in der Schweiz, sondern er spielt, glaube ich, ist ja auch noch Multi-Instrumentalist, muss ich auch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob er singen kann, aber der spielt bei Thron spielt er ja gerade Schlagzeug. Bei Forgotten Tomb ist er am Start. Ich weiß nicht, was er noch alles macht. Er kennt halt auch noch Hinz und Kunz. Und so kommt halt, dass auch auf einem Album einer eher, ich sage jetzt mal, vergleichsweise noch kleinen Black Metal Band auch mal ein Gastgesang von der Liv Christine zu finden ist, was ich total bemerkenswert fand. Die ist, glaube ich, aber mittlerweile in der Schweiz beheimatet. Ja, naja, gut, aber deswegen grüßen die sich, die fünf Schweizer, die da unten wohnen, ja auch nicht alle unbedingt, wenn sie hier. Ich glaube aber, die ist mit dieser Arbeit fahren. Mittlerweile mit einem Mann, der in der Black Metal-Szene durchaus aktiv ist. Okay, trotzdem cool. Es hat mich, ich will, positiv schockiert, ja, als ich dieses Stimmchen auf der Platte hörte. Flesh, Blood and Cosmic Storms hieß er, genau. Und das ist bösartig gut. Das war absolut krass überzeugend. Also für alle Unbedarften da draußen, ich würde das in so eine Watain-ähnliche Schublade stecken, bevor sie, ich glaube, ich habe sie hier gerade mit Bier angeordnet. Viel mehr drin. Nee, ich weiß nicht, wie das ja gerade funktioniert hat. Bevor sie irgendwie, nennen wir es mal, künstlerisch experimentell wurden. Also es ist relativ straightforward, was ihr da hört. Und es ist erfrischenderweise, aus der Schweiz kommt man keine Mundart-Scheiße. So, es ist traditioneller, kalter, oldschooliger, cooler, zeitgemäßer, ja, Black Metal in einem coolen Produktionsgewand. Genau, ich habe dich ja so ein bisschen auf dem Schirm, habe ich hier. Die sind ja nun bei Folter Records schon eine ganze Weile mittlerweile untergekommen und ein ähnliches Aha-Erlebnis hatte ich mit dem zweiten Album damals gehabt, das ist schon ein paar Jahre länger her. Aber das ist eine coole Band, ja, und musikalisch auch absolut fitte Typen. Muss ja, mittlerweile ist ja, ich glaube, Malfas haben mittlerweile keinen festen Sänger mehr. Und dadurch macht im Moment, glaube ich, der Thronsänger. Ja. Vorher hatten sie ja eine Sängerin. Genau, und da ja der Bass auch noch bei Thron spielt, spielen jetzt 3/5 von Malfas in der Thron. So, jetzt bei Pro-Rechnung angekommen. Also 60%. Okay. Nee, das kann ich verstehen. Okay, danke. So ist es. Ja? Ja, ja, coole Sache. Dann bleiben wir nochmal, ein letztes Mal in dieser Sendung bleiben wir im Black Metal, aber. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja? Wir sind bei M wie Mephorash.
Und das ist eine coole Kiste. Das hoffe ich. Ja, also das hoffe ich auch. Ich habe ja auch schon wieder, wir hatten ja vor unlängst, also wenn ihr das seht, dann haben wir auch den Mainstage-Flyer schon veröffentlicht, aber unlängst zur Aufnahme dieses Videos hatten wir den Was spielt denn dieses Jahr so alles auf der Tentstage-Dingens rausgehauen und da war dann auch wieder, mir verrascht die gehören auf die große Bühne und bla bla bla. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, denn auch wenn die, lieber Kommentator, Leser, Zuhörer, wer auch immer du da draußen bist, bei dir vielleicht relativ weit oben in deiner Klangwelt sind, ist es halt noch eine relativ fresh Band, die noch nicht so viel Meter gemacht haben, dass wir sagen würden, okay, die platzieren wir jetzt irgendwo auf den oberen drei Slots, wo es dunkel wird. Und ich glaube, das lebt live, ohne es bis jetzt gesehen zu haben, sehr, sehr hart davon, dass sie dort eine ordentliche Atmosphäre aufbauen müssen. Ja, also, ich denke auch, da wird es eine Menge Trockeneis geben, was da über Trockeneis, irgendwelche verbrannten Kräutriche, es hat sowieso jeder irgendwie eine Maske auf und da sollen sie ja alles haben, ist eine coole Nummer. Das macht aber viel mehr Spaß, wenn die sich so richtig schön in ihre Roben schwitzen müssen bei 40 Grad. So, es ist einfach was anderes. Auf so einer großen Bühne kann sowas halt auch schnell einfach untergehen, wenn du halt nicht die Überband bist und dann, ich sage jetzt mal, vielleicht DNS-mäßig mit einfach konzentrierter Brachialität und einem simplizistischen Prinzip trotzdem überzeugen kannst. Aber wenn du halt sagst, okay, nee, ich brauche diese Show-Elemente und ich will hier eine Atmosphäre aufbauen und ich brauche die Kerzenleuchter und bla bla bla, dann kann das halt, wenn du nicht mit einem LKW voll Kerzenleuchter irgendwie ankommst, auf so einer großen Bühne sehr, sehr schnell, sehr, sehr verloren aussehen. Und dann kann die Mucke cool sein, aber du sagst dann halt, naja, die Show, die war irgendwie so. Ja, und Sonnenlicht, Punkt aus. Ende. Ja, und im Zelt hast du halt diese Open-Air-Meets-Club-Atmosphäre. Wir haben ja auch alles Mögliche getan. Geneigten ist es vielleicht aufgefallen, dass wir die Bühne da so ein bisschen zugemacht haben, um da so ein bisschen ein pressierteres Bild zu erzeugen. Wir haben das Zelt hinten schwarz gemacht, speziell für euch, damit das hier alles ein bisschen more evil, auch bei 40 Grad und Sonnenschein halt wirkt. Genau. Und ihr wisst ja, wir werden das Zelt dieses Jahr hier für euch belüften, sodass dann auch niemand mehr da irgendwie absterben muss. Ansonsten, Mefurasch, Uppsala, Schweden, 5 Alben am Start und eher im langsam bis Mittempo behafteten Black Metal drin leben die halt auch nicht nur von der Bühnenästhetik und der Live-Darbietung, sondern halt auch musikalisch auf Platte sehr, sehr, sehr viel von Atmosphäre. Also Keyboards, Streicher, Chöre, der ganze Bombast und das ganze Brimborium dieser Welt. Ja. Bitte. Esoterisch, theatralisch. Esoterisch ist, glaube ich, extremst wichtig bei Mefurasch. Wir reden von einer Band, die zwar noch nicht so durchdringend bekannt ist, aber sich halt einfach noch nicht so durchgesetzt hat. Es dauert mir eigentlich viel zu lange, bis die Band sich richtig durchsetzt. Das wird passieren, bin ich überzeugt von. Aber es dauert länger, als ich es angenommen habe. Mefurasch haben nicht so richtig diesen Hype erfahren, den artverwandte Bands wie, was weiß ich, Mygwa oder Batushka, die halt in den ersten 3, 4, 5 Jahren irgendwie reingeknallt sind in die Szene. Die Band hat sich sehr hart durchbeißen müssen und hat nicht unbedingt diese Akzeptanz erfahren in den Anfangsjahren. Da muss man auch sagen, dass sie sich musikalisch schon ein Stück weit entwickelt haben. Die ersten 2 Alben, die ja schon 2011 und 12, glaube ich, erschienen sind, sind schon noch relativ lupenreiner skandinavisch-schwedischer Black Metal mit okkulter Note und aber schlussendlich noch relativ klassischer Stoff. Entwickelt hat sich das auf den letzten beiden Alben wirklich bis zur Kotzgrenze massiv, dass die Alben einen fast schon schamanisch-esoterischen Ritus entsprechen oder darstellen. Genau kennen will ich mich da gar nicht auskennen, wie auch immer. Aber die Atmosphäre funktioniert. Man muss sich Mefurasch Alben ein bisschen erarbeiten, denn die Band fließt einem musikalisch nicht unbedingt zu. Weil wenn man, wie es leider Gottes aufgrund der Veröffentlichungsschwemme und Flut der letzten Jahre
ist ein Mefurasch-Album wirklich was, was du nicht mit 3 Minuten Querhören bei Bandcamp oder YouTube irgendwie dir erkämpfst. Du musst dich in die Songs reinarbeiten. Und sobald dich das hat, lässt sich das auch nicht mehr los. Das ist eine wirklich, wirklich musikalisch erschreckend talentierte Band, die auch, glaube ich, ein super genaues Bild von denen hat, was sie machen wollen. Und was mir jetzt erst aufgefallen, weil Infos über die Band waren anfangs, mal abgesehen davon, dass es Schweden sind, dass sie irgendwie aus dem Umfeld von Overmode und Maligned, sag ich mal, stammen, gab es da nicht so sehr viel. Allerdings sind die drei Hauptprotagonisten hinter dieser Band immer noch nicht älter als 30 Jahre. Und wir reden von einer Band, die es schon seit 2010 gibt. Mhm. Das sind immer noch relativ junge Musiker. Ich denke, da wird auch noch eine Menge kreatives Potenzial bei der Band rauszuholen sein. Und die Band ist es ja offensichtlich gewillt, live zu spielen. Sie gehen den harten Weg, denn es ist schwer, sich noch so durchzusetzen, wenn du halt nicht unbedingt sofort diesen Hype-Wahnsinn miterlebst. Und ja, ich will das live sehen. Die haben, vom Songmaterial ist das absolut beeindruckend, aber die werden halt in 40 Minuten Spielzeit oder 35 Minuten, je nachdem, werden die Jungs halt auch nur 4, 5 Songs, sagen wir mal 5 Songs spielen können. Aber ja, es gehört auch dieses ganze Trara-Brimborium, und da wird es mit Sicherheit beim Mefurasch so einiges geben, das gehört zur Band dazu und funktioniert nur so. Und die haben musikalisch für mich mehr Wert als Batuschka. Egal welche Phase und egal welches Line-Up, sind die spannender. Besser. So, also kommen wir jetzt hier. Wir hauen uns jetzt hier mal ordentlich einen Sack nach hinten und fahren uns die letzte Band mal hin. Ah. Wir schließen ab mit Death Metal aus Oakland. So, Slayer, hast es geschafft. Black Metal ist durch für heute. Jetzt kannst du dich wieder auf die eine Death Metal-Band konzentrieren. Ja, da hat recht, der Mann. Negrot. Oakland, 2011, habe ich ja auch lange gemieden. So, ich tue mich wirklich schwer mit musikalischen Neuerungen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich sag nicht. Tobias, wir sind wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, zu selten zusammen im Büro oder irgendwas. Ich habe einfach deinen Entdeckergeist nicht. Aber trotzdem klappt es ja immer wieder mal, ein paar Perlen zu entdecken. Und nur deswegen können wir dieses coole Line-Up hier formieren, das wir formieren. Ich höre jetzt auf mit diesem Monolog. Okay. Irgendwo die Schnittmenge aus Bolt Thrower Vibes meets Grave auf Ami. Früher ein bisschen punkig krasslicher, inzwischen schon ja fast technisch für deren Verhältnisse, könnte man sagen. Aber halt so irgendwie so oldschoolig. Aber was mich an diesen Ami Oldschool Death Metal ja oft stört, ist, dass mir das dann. Das wirkt mir zu oft so ein bisschen wie, ich will nicht sagen gekünstelt, denn wahrscheinlich ist es bei vielen Bands nicht gekünstelt, aber oft so ein bisschen mit dem Schinken nach der Wurst geschmissen, wenn du weißt, was ich meine. Das ist mir oft so eine Spur zu drüber im Oldschool-Tum für jungsche Bands und welche, die es irgendwie noch sein wollen. Bei Necrot habe ich das nicht. Necrot sind konkret und hässlich und oldschool, aber irgendwie so das Beste aus allen Welten greifen sie ab und wirken dabei aber einfach authentisch. Ja, so. Necrot glauben ziemlich viel zusammen. Wenn du da, also da findest du, kannst du, also wenn du da sezierst und dich hinsetzt und sagst, dass du so ein Part für ein Part durchgehst, kannst du so vieles zusammenfinden. Das ist aber auch ein bisschen so der Schlüssel dieser Band. Die Jungs haben jetzt auch 3 Alben und haben, was ich ganz erfrischend und cool finde, meines Wissens nach keinerlei Hardcore-Background. Das soll nicht despektierlich wirken. Da gibt es super viel coolen Kram. Aber Necrot strömen einen Assi-Jugendzentrum-Charme aus auf frühe Releases und bauen diesen ganzen Kram mit. Da ist eine Menge
alter, ja, alter Bonfroer Kram, wie du sagst, mit so ein bisschen D-Beat steckt da mit drin. Ohne das Ganze wirklich ja, auswälzen zu wollen. Das ist roh, das hat viel alten finnischen Kram. Das hat natürlich Schweden und atmet auch den Geist der ganzen Ami-Geschichten. Aber man merkt es, das sind Typen, es ist ja auch so ein Three-Piece, also die sind ja auch, sind so, das ist für mich wirklich so eine klassische Jugendzentrum-Band, so die ich dann auch vor Augen habe. Klar werden die immer, sind die auch gerade auf dem aktuellen Album ein Stück weit harmoniesüchtiger geworden, aber trotz allem hat es immer noch diesen rohen Charme, der Necron so unglaublich cool macht. Und ja, das sind ja auch Musiker, die sind, klar, die kalifornische Ecke, da gibt es eine Menge tolle Bands und die waren da alle unterwegs gewesen. Was weiß ich, Vastum, Acephalix, da haben die alle ihre Sporen gelernt und der Drummer ist, glaube ich, der letztes Jahr bei Stormkeep gespielt hat. Absolut korrekt, richtig. Ja, und von daher ist das sind super fitte Musiker und eine tolle Band und ich freue mich, dass das klappt, weil das ist so eine coole Geschichte. Das trieft, lockt aber trotzdem nicht irgendwelchen, die wirken manchmal noch so herrlich unbedarft. Das finde ich gut, das finde ich total gut. So, ihr ja. Schmesen, damit beenden wir diese Sendung hier, denn ich hab's eilig und ihr auch. Viel Spaß am Wochenende. Esst euer Gemüse, bleibt knusprig. Es waren jetzt 8 Bands, oder? Ja, 8 Bands. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit irgendeinem anderen Scheiß, den wir hier machen. Nö. Trinken ist ja nicht mehr. Tobias, war schön mit dir. Ja, war schön mit mir. Okay, ciao.